Am Samstag startet die Tour de France in ihrer 105. Auflage, täglich im Live-Ticker. Gut 3330 Kilometer haben die Athleten auf ihrer Rundfahrt durch Frankreich zu bewältigen. Los geht es am 7. Juli mit der ersten Etappe von Noirmoutier-en-Glil nach Fontenay-les-Comptes. Zielankunft in Paris wird rund drei Wochen später, am 29. Juli sein. Sport 1 hat die wichtigsten Informationen zum härtesten Radrennen der Welt. Welche Etappen warten auf die Fahrer? Insgesamt stehen 21 Etappen auf dem Plan der diesjährigen Tour de France. Dabei werden die 176 Fahrer 3329 Kilometer quer durch Frankreich zurücklegen, von der Atlantikinsel Noirmoutier-en-Glil durch die französischen Alpen und die Pyrenäen bis in die Hauptstadt nach Paris. Zeitplan der Tour de France, alle Etappen im Überblick. Unter anderem müssen die Fahrer in diesem Jahr wieder einmal den legendären Anstieg nach Alpe d'Huez und das Kopfsteinpflaster von Roubaix bewältigen. Dazu steht ein Mannschaftszeitfahren um Colette 3. Etappe und ein bergiges Zeitfahren von Saint-Pézur-Nivelle nach Espelette am vorletzten Tag an, das endgültig für die Entscheidung im Kampf um den Gesamtsieg sorgen könnte. Wer sind die Favoriten? Zu den Favoriten auf das Maillot Jaune, das gelbe Trikot, zählt auch in diesem Jahr wieder Titelverteidiger Chris Froome. Allerdings steckt dem Sky-Kapitän der Giro d'Italia in den Knochen, den er im Mai gewann. Seine Herausforderer sind der starke Kolumbianer Nairo Quintana, Ex-Edelhelfer Richie Porte, der Vorjahreszweite Rigoberto Urán sowie Romain Bardet. Dieser träumt davon, als erster Franzose seit Laurent Fignon 1985 den Gesamtsieg zu holen. Auch der Toursieger von 2014, Vincenzo Nibali, rechnet sich erneut Chancen aus. Kampf ums gelbe Trikot, Gesamtwertung der Tour de France, welche deutschen Fahrer sind dabei? 11 deutsche Radprofis werden am Samstag beim Grand Départ an der französischen Atlantikküste die 105. Tour de France in Angriff nehmen. Marcel Kittel ist der erfolgreichste deutsche Tour-Etappenjäger und schraubte sein Konto im Vorjahr mit 5 Erfolgen auf insgesamt 14 Tagessiege. Weitere sollen folgen. Routinier Markus Burkhardt wird als erstklassiger Helfer geschätzt. Vor 7 Jahren unterstützte er Cadel Evans bei dessen Toursieg und wurde vom Australier verbal geadelt. Bei Bora Hansgrohe soll der Klassiker-Spezialist und deutsche Meister des Vorjahres vor allem Weltmeister Peter Sagan beschützen. Toni Martin steht vor seiner 10. Tour de France. Seine Bilanz in Frankreich kann sich sehen lassen. Der viermalige Zeitfahrweltmeister gewann 5 Etappen, 2015 trug er bis zu einem schweren Sturz 3 Tage lang das gelbe Trikot. Jim Degenkolb startete mit 2 Siegen in die Saison, wartet seither aber auf einen weiteren Erfolg. Schaffte es dennoch ins Aufgebot, dafür will sich Dege mit dem lang ersehnten ersten Tour-Etappensieg bedanken. Außerdem mit dabei sind Nils Pollitt, Rick Zabel, Paul Martens, André Greipel, Marcel Sieberg, Nikias Arndt und Simon Geschke. Was ist neu? Das Regelwerk der Tour de France 2018 ist im Vergleich zum Vorjahr an manchen Stellen modifiziert worden. Die entscheidendste Änderung gab es bei der Teamgröße, nur noch 8 statt bisher 9 Fahrer gehen in jeder der 22 Mannschaften an den Start, die Größe des Feldes reduziert sich entsprechend von 198 auf 176 Fahrer. Wieder eingeführt werden Zeitgutschriften von 3, 2 und 1 Sekunden bei den Zwischensprints der ersten 9 Etappen, das Mannschaftszeitfahren ist ausgenommen. Wie können Sie die Tour live im TV verfolgen? Eurosport überträgt jede Etappe der Tour de France 2018 live und mit Start des internationalen Signals in voller Länge im Free TV.
Das erste steigt zumeist am Nachmittag in die Live-Übertragung ein, auf sportschau.de und dem Sender One zeigt die ARD zudem das gesamte Rennen. Auf sport1.de und in der Sport1-App können Sie alle Etappen im Live-Ticker verfolgen. Die Etappen im Überblick: 7. Juli 1. Etappe von Noirmoutier-en-Glis nach Fontenay-les-Comps, 201 Kilometer, Flachetappe, zum Live-Ticker: 8. Juli 2. Etappe von Mouilleron-Saint-Germain nach La Roche-sur-Yon, 182,5 Kilometer, Flachetappe, zum Live-Ticker: 9. Juli 3. Etappe von Colet nach Colet, 35,5 Kilometer, Mannschaftszeitfahren, zum Live-Ticker: 10. Juli 4. Etappe von La Baule nach Sazo, 195 Kilometer, Flachetappe, zum Live-Ticker: 11. Juli 5. Etappe von Lorient nach Quimper, 204,5 Kilometer, hügeliges Terrain, zum Live-Ticker: 12. Juli 6. Etappe von Brest nach Mur de Bretagne, 181 Kilometer, hügeliges Terrain, zum Live-Ticker: 13. Juli 7. Etappe von Fougères nach Chartres, 231 Kilometer, Flachetappe, zum Live-Ticker: 14. Juli 8. Etappe von Dreux nach Amiens, 181 Kilometer, Flachetappe, zum Live-Ticker: 15. Juli 9. Etappe von Arras nach Roubaix, 156,5 Kilometer, hügeliges Terrain, zum Live-Ticker: 16. Juli 1. Ruhetag: 17. Juli 10. Etappe von Annecy nach Le Grand Bornand, 158,5 Kilometer, Bergetappe Alpen, zum Live-Ticker: 18. Juli 11. Etappe von Albertville nach La Rosière, 108,5 Kilometer, Bergetappe Alpen, zum Live-Ticker: 19. Juli 12. Etappe von Bourg-Saint-Maurice nach Alpe d'Huez, 175,5 Kilometer, Bergetappe Alpen, zum Live-Ticker: 20. Juli 13. Etappe von Le Bourg-d'Oisans nach Valence, 169,5 Kilometer, Flachetappe, zum Live-Ticker: 21. Juli 14. Etappe von Saint-Paul-Trois-Château nach Mende, 188 Kilometer, hügeliges Terrain, zum Live-Ticker: 22. Juli 15. Etappe von Melun nach Carcassonne, 181,5 Kilometer, hügeliges Terrain, zum Live-Ticker: 23. Juli, 2. Ruhetag: 24. Juli 16. Etappe von Carcassonne nach Bagnères-de-Luchon, 218 Kilometer, Bergetappe Pyrenäen, zum Live-Ticker: 25. Juli 17. Etappe von Bagnères-de-Luchon nach Col de Portet, 65 Kilometer, Bergetappe Pyrenäen, zum Live-Ticker: 26. Juli 18. Etappe von Trie-sur-Bess nach Pau, 171 Kilometer, Flachetappe, zum Live-Ticker: 27. Juli 19. Etappe von Lourdes-La Rance, 200,5 Kilometer, Bergetappe Pyrenäen, zum Live-Ticker: 28. Juli 20. Etappe von Saint-Pisur-Nivelle nach Esplitte, 31 Kilometer, Einzelzeitfahren, zum Live-Ticker: 29. Juli 21. Etappe von Hoyes nach Paris, 116 Kilometer, Flachetappe, zum Live-Ticker: